Herzlich willkommen zurück zu Mittelerde Mordors Schatten. Und wir wollen uns mal auf den Weg nach Schattenkrauks, nee, nicht Krauks, sondern Karagors machen, da oben links steht's. Und das letzte Mal sind wir ja in diese Richtung gegangen und da gab's ja massig Karagors und diese Schattenkaragors waren ja die Bösen. Mal gucken, ob wir da wieder Glück haben und vielleicht jetzt auch noch welche finden. Da zum Beispiel ist einer. Ist nur die Frage, ob das so ein Schatten ist. Ich weiß es nicht. Mal gucken, ob man den töten kann. Ja, das ist ein Schattenkarako. Kann ich den auch? Oh ja, das geht auch. Und jetzt töte ich den einfach. So einfach geht's. Jagdherausforderung abgeschlossen. Töte einen Schattenkaragor. Oh, eine Ghoul-Matrone. Ach, herrje. Machen wir erstmal den. Wo finde ich denn eine Ghoul-Matrone? Na, klasse. Die Ghule sind eigentlich auch immer in Höhlen. Wir waren gerade. Waren wir hier unten? Na gut, wir porten uns mal hier rüber. Wir porten uns mal darüber. Und dann gucken wir uns mal hier dieses für die Freiheit an. Wo geht's lang? Hinab. Auf jeden Fall erstmal hinab. So, Timer habe ich wieder vergessen zu stellen. Also, piep, piep. Nee, das war wieder falsch. Ah, ist das blöd. So. Weiter geht's im Text. Hier ist der. Für die Freiheit. Die Stammesbrüder Nuon sind überzeugt, dass es sich lohnt, sich ihren Uruk-Herren zu widersetzen. Du hast ihnen Hoffnung gegeben, wo zuvor nur Verzweiflung herrschte. Rette ihre Anführer, sodass sie aus diesem verfluchten Land entkommen können. Das tue ich. Rette die Sklaven, zusätzlich beschwöre einen Aufstand herauf. Aha. Guck mal erstmal hier rein. Ja. Einen Aufstand. Und wie mache ich das? Wie beschwöre ich denn einen Aufstand, Freunde? Ach, da reihum sind sie alle. Ich will nur, dass es vorbei ist. Hilf mir. Ja, ich helfe. Danke. Bitte. Es gibt keine Training für dich. Lass. Endlich bin ich frei. Nee, das geht ja wohl nicht. Ja, Mist. Na los. Muss ich vielleicht. Oh nee, da sind wir alle. Das. Ach, ich hab den Aufstand schon geschafft. Okay. Ja, die Schwerter. Okay, wir gehen da mal rüber und holen wieder mal die nächsten. Ausschneiden. Danke. Sowas nennt sich Krieger. Gott, geh doch mal weg. Ich will hier losschneiden. Nein, ja, das funktioniert nicht. Sobald irgendein so ein Typ
in der Nähe ist, fokussiert der bei RB immer diesen Uruk oder so. Okay. Vielen Dank, Waldläufer. Bitte. Was ist denn? Ach, die haben sie alle gekillt. Guck an. Na, wieso könnt ihr die nicht selber mal befreien? Sage mal. Verwöhnte Sklaven. Auftrag abgeschlossen. Gondor steht hinter uns. Es ist an der Zeit, sich aufzulehnen, Männer. Jetzt werden wir endlich frei sein. Was möchte denn diese... Hier ist nichts. Verbesserungen. Ja, aber da habe ich doch alles. Aber immer noch einen Fähigkeitenpunkt. Oder fehlt noch irgendwas? Nö, ne? Nö, nö, nö. Es fehlt nichts mehr. So. Aber jetzt haben wir doch halt... Ich wollte nochmal nachgucken bei... Nee, hier ist es nicht. Wo ist das denn? Da ist es. Ausgestoßenen Schwertlegenden haben wir alles. Ach, die Ausgestoßenen haben wir jetzt auch fertig. Sehr gut. Die Jagdherausforderung fehlt uns noch. Itildin und das Artefakt. Dann holen wir mal das letzte Arte. Das war hier. Da ist das Arte. Das holen wir uns. Und dann fehlen uns eigentlich nur noch die Jagdherausforderungen. Gucken wir mal weiter. Ah, sind wir wieder hier. Hm. Da sind wir schon so oft hochgeklettert. Aber das Arte haben wir nicht eingesammelt. Na dann ganz oben. Ganz hoch. Ja, bis ganz hoch sind wir nie geklettert. Das stimmt. Ja, was haben wir denn da? Ein zerbrochenen Stab. Eine große Kraft zerbrach diesen Stab eines Zauberers in mehrere Teile. Aus einem Setzling gefertigt, diente dieser Stab einem wandernden Zauberer einst als Gehstock, Zauberstab und Waffe. Was mit seinem Besitzer geschah und wie er an seinem Zustand gelangte, ist nicht zu sagen. Schon komisch, nicht wahr? Sie haben uns ihren Namen gesagt. Mehrmals. Aber wir haben sie vergessen. Wir haben sie einfach vergessen. Es schien fast so, als würden sie nicht wollen, dass wir uns erinnern. Nach einer Weile waren sie einfach nur noch die zwei Istari. Manchmal auch einfach der Große und der Kleine. Ich kann nicht sagen, warum ich mich nicht erinnern kann. Ich erinnere mich an den Großen, wie er uns Geschichten über eine Goblinstadt erzählte, über einen Mann, der sich in einen Bären verwandelte, von der Zeit als... Nun, ich glaube, es war ihm scheinbar gleichgültig, dass einige seiner Geschichten nicht ganz stimmig waren oder andere einen Toten aus einem Grab hochschrecken lassen würden. Als der Große ging, nahm er seinen Stab mit, ließ aber einen Gehstock zurück, in dem eine ganze Menge Kerben und Muster eingeritzt waren. Er hat damit irgendetwas aufgezeichnet, das ist sicher. Tja, wer weiß, wer weiß. Ja, wenn ihr wieder mal dieses Bum 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 hört im Hintergrund, ne, das ist wieder die Nachbarn. Da dieser unten Zauberer, ist ein Freund, ein Ukro, der Zaghafte. Wir haben uns bisher noch nicht gemessen. Saruman, der Weiße, ist der Vorsitzende des Weißen Rates. Sein Wissen um die Ringe der Macht ist groß. So. Da hier ist noch ein Quest. Aha, die Häuptlinge brandmarken. Verwüstet die Festung von, um ihn hervorzulocken. Revolte. Gut, dann machen wir jetzt mal die Revolte.
Dann wollen wir mal die Revolte. Es kommt ja nicht oft vor, dass man einen Hauptmann sieht, der Angst hat. Aber ein Grog jagt jedem den gehörigen Schrecken ein. Die ist natürlich wieder ganz oben, ist klar. Ich fürchte mich nicht einmal vor zwei Grogs. Schreck das Schlagfeuer an! Komm schon her! Na doch nicht so ganz oben. Da sind wir. Du hast einem Häuptling befohlen, sich gegen einen seiner Rivalen zu richten. Er hat sein Gefolge in den Kampf geführt. Es kommt zu einer Revolte. Wer auch immer flieht oder stirbt, hat verloren. Die Gewinner erlangen Macht. Also ich muss Bagabuk der Folterer töten. Dann versuchen wir das mal, um unserem übernommenen Häuptling zu helfen. Uruks auf der Seite! Töten Uruks auf der Seite! Dieser Haufen Schrack von einer Armee bringt mich um vor Lachen! Wo ist der böse Häuptling? Ist das der? Der ist natürlich immun, ist klar. Menschen! Du hast den falschen Kampf begonnen, Waldläufer. Meine Jungs werden dich zerreißen. Ja, bestimmt. Du kannst es nicht mit uns allen aufnehmen. So wirst du mich nie erwischen. Mann, was ist denn da los? So schnell bin ich tot. Boah. Da muss ich irgendwas... Aber wieso war der erfolgreich? Jetzt habe ich 4 von 5 gebrandmarkt. Aber wieso war der... erfolgreich? Sehr komisch. Das ist jetzt sehr komisch. Ich habe ja eigentlich verloren, oder? Was haben wir denn bekommen? Eine Rune. Nee, das war... Ja. Zorn der Natur 18. Ach, Ritt auf dem Karakor. Zorn der Natur. Aber so recht verstehe ich das nicht. Die sind alle... Okay. Gucken wir mal hier rein. Zu deiner Verfügung erwartet mein Befehl. Was ist denn das da? Der Dummkopf, der Berserkermeister. Okay. Und das ist Blutbad. Und was haben wir hier noch? Die warten alle mein Befehl. Aha. Ja, aber ich habe ja für die keine Befehle mehr, soweit ich das jetzt erkenne. Die Ghoul-Matrone. Tja, ich wüsste jetzt spontan auch nicht, wo ich die finden kann. Wir gucken uns mal das nächste Quest an. Na los, komm. Na, die sind ja doch sehr selten. Wir hatten zwar schon, ich glaube, gegen 2 haben wir schon gekämpft. Wir müssen eigentlich nur da gucken, wo die Ghule sind. Eventuell tauchen da auch Ghoul-Matronen auf. Jetzt gucken wir erstmal hier das Blutbad uns an. Verwüste die Festung von Zumo-Grubenkämpfer, um ihn hervorzulocken. Besiege die Leibwächter des Häuptlings, bevor du dich ihm stellst. Jawoll. Töte die Herde und der Bulle wird attackieren. Details ansehen? Ne. Töte 20 Uruks innerhalb von 2 Minuten. Der Waldläufer hat geschworen, den Häuptling zu töten. Also hier in der Festung. Warte mal, kann ich die...
Ich sehe den Waldläufer. Echt? Ach so. Okay. 2 Minuten. Das wird spannend. Dann müssen wir vielleicht den Sturm wieder aktivieren, würde ich mal sagen. Dann machen wir das mal. Oh, wollte ich gar nicht. Das wollte ich gar nicht. Wo hauen die hin ab? Packen wir vielleicht nicht mehr ganz. Na, mal sehen. Der Sturm ist noch etwas aktiv. Sechzehn, siebzehn, achtzehn. Neunzehn und 20. Komm. Was? Der Waldläufer! Jetzt! Er ist erschienen. Habe ich da vielleicht schon einen übernommen von seinen Vasallen? Nicht, ja. Ich muss ja erstmal ein bisschen aufzehren. Die Jungs. Ja, mal sehen, vielleicht ist er gegen Feuer. Letztes Mal warst du leicht zu töten, Waldläufer. Wieso meinst du, sollte es diesmal anders sein? Wie sieht's mit Feuer aus, Jungs? Ah, er brennt. Oh, er ist auch gegen Hinrichtung nicht immun. Hab ich dich nicht gerade erst gewarnt? Uns alle wirst du. Was? Und gleich nochmal, Jungs. So, ich dachte. Hallo, Freunde, das war nix. Ins Mark! Den tödlichen Schlag er abbekommt, der widerliche Targ! Na was? Zurück, du dummer Targ! Ja, ich weiß. Lad den Sturmer wieder auf. Der hilft mir. Wenn das Feuer nicht gewesen wäre, hätte ich dich letztes Mal in Stücke gerissen. Aber diesmal kommst du nicht davon. Natürlich nicht. Ja, ich muss ja mal ein bisschen durchgreifen. Ich bin zu schnell für dich. Da war der Poet schon mal dahin. Der nächste ist dahin. Und 2 sind noch übrig. Und
Manifestio. Das war der Krugkämpfer. Genial. Na komm. Ja. Ach so, wir müssen doch noch einen übernehmen. Dann machen wir das mit dem hier. Den werden wir übernehmen. Nein, ich denke nicht. Nee, noch nicht. Er will noch nicht. Jetzt? Immer noch nicht. Na dann noch ein Schlag, komm. Nee, dich hol ich ein, mein Freund. Du musst am Boden liegen. Ah, das will er nicht. Vielleicht kann ich den auch nicht. Nee, der lässt sich nicht. Schade. Dann hinterher. Mich brechen, was? Beherrschen, ja. Befehligt. Ah, gebrandmarkt. Jetzt müssen wir sie alle haben, wa? Ja. Die Revolte ist jetzt verfügbar. Aber... Ziel abgeschlossen. Alle Häuptlinge gebrandmarkt. Und jetzt ist das wahrscheinlich... Ja. Dann gucken wir mal hier unten. Oh, episch. Was wir da für Runen finden. Nicht wahr? Eine goldene Rune ist dabei. Mal sehen. Ja, wo seid ihr denn? Da ist die eine, da die andere. Holen wir uns erstmal die hier. Macht der Erde und dann die goldene. Klinge. Was für Ding hier? Klinge Gondolins. Kampf, Todesstöße laden Urfaels Sturm doppelt so schnell auf. Aha. Kritische Treffer, das Anzünden. Ja, gewährt Zugriff auf die legendäre Waffenfähigkeit. Ich glaube, das braucht man nicht. Da ist das, ne? Gewährt Zugriff, ja. Die machen wir weg. Und machen dafür das hier hin. Dann habe ich ja trotzdem die legendäre Waffenfähigkeit, aber wahrscheinlich durch die Rune. Halt, hier. Was haben wir hier noch? Stufe, das kann dann also weg. Hier unten haben wir auch was doppelt. Entschlossenheit, 14. Achso, das ist die Verteidigung gegen Fernangriffe, okay. Haben wir noch was eingesammelt? Da nicht. Und da auch nicht. Gut. Nicht schlecht. Ja, wenn wir jetzt noch wüssten, wo es diese Ghoul-Matronen gibt. Halt da, wo Ghule sind, aber... Wo sind Ghule? Revolte. Tschu-tschu-tschu. Herr von Mordor. Wir springen mal... Nee, wir reisen mal hierher. Zum Herrn von Mordor. Na los.
Jetzt haben wir ja alle Häuptlinge übernommen. Aber wie gesagt, diese Matronen. Diese Ghoul-Matrone, die würde ich auch gerne noch holen. Widerlich, wie der Boss vor Furcht gezittert. Aber wir gucken trotzdem uns den Herrn von Mordor an. Wer ist das? Okay, die lassen wir mal schön ihr Zeug machen. Da gehen wir mal hoch. Tschüss. Da unten ist wieder ein Karagor. Ach, eingesperrt. Na gut. Dann bleib du mal schön eingesperrt. Die beste Art von Sklave ist ein Fetzer mit viel saftigem Fleisch. Na hallo. Ja, versteckt er sich wieder hinter dem Fass, ne? Ja, komm schon. Na, jetzt aber. Herr von Mordor, deine Streitkräfte erwarten deinen Befehl. Die Zeit ist gekommen, einen vernichtenden Schlag gegen die Schwarze Hand auszuführen. Wir möchten dir danken, dass du uns Hilfe leistest, Kapitän. Ei. Ich hätte nie gedacht, dass meine Schmuggeleien jemals von der Königin so wertgeschätzt werden, Milady. Sie sind hier. Orks. Das sind üble Zeitgenossen. Aber ich habe schon Schlimmere verschifft. Halt die Planke gerade! Hey, nicht anfassen! Königin Marvin, es tut gut, euch wohl aufzusehen. Die Boote sind bereit. Die Kapitäne wurden über dein Ziel informiert. Gut. Wie lange werden diese Orks dir gehorchen? Ich schätze, solange ich es will. Ich stehe in eurer Schuld. Wir schulden dir unser Leben, Talion. Setz diesem Wahnsinn ein Ende. Milady? Kuga, der Mörderische. Wie viele unserer Brüder sind durch sein Schwert gefallen? Starben sie umsonst? Oder werden sie gerecht? An diesem Pass? Dies ist die Zeit der Uruk-Hai! Dies ist das Ende der Menschen! Erfüllt die Luft mit Uruk-Schrei und tränkt den Boden mit Uruk-Blut. Besiege deinen Erzfeind. Na dann tun wir erstmal hier ein bisschen. Gehen wir mal ein bisschen durch. Gehen wir ja mal ein bisschen durch. Ja. Ich habe ja jetzt den Sturm mal aktiv gemacht. Eigentlich müsste sie ja sich doch auch wieder aufladen. Oh Gott, das ist ja aber Sinn. Ach, der greift immer wieder den Häuptling an.
Und das war's schon. Das war der epische Endkampf. Nee. Endlich bist du ruhig. Die letzte Abrechnung steht bevor. Die Festung der schwarzen Hand. Ist ja cool. Ich habe den Sturm aktiviert und der ist immer wieder... Halt, das war Quatsch. Jetzt war ich ein bisschen abgelenkt. Nee, die grimmige Entschlossenheit wollte ich nicht aktivieren. Die machen wir erstmal wieder weg. Und stellen uns... Warte mal, was hatten wir denn? Letzte Chance. Vollständig wiederhergestellt. Nahkampfschaden reduzieren. Genau, kritische Treffer. Nahkampfschaden. Und wir gucken hier nochmal. Ah, Mann! Wir gucken hier nochmal rein, was wir hier denn noch alles haben, episch. Bonusschaden, ja. Letzter Sturm. Ah. Nichts Besonderes mehr. Na gut, okay. Da haben wir einfach so den Typen da weggemetzelt. Wo sind wir eigentlich jetzt, hä? Okay. Die gehören alle zu mir. Ja, die habe ich alle übernommen. Na dann gucken wir uns mal den dunklen Herrscher an. Ja, das ging echt flotte Lotte hier. Mit dem Sturm. Das ist eine Falle. Die Stille täuscht uns. Ja. Welche Art von Magie ist das? Müssen wir den Sturm wieder aufladen jetzt. Weil da ging ja richtig gut. Ich habe dich nicht erwartet. Ich hoffe, meine Soldaten haben dir einen gebührlichen Empfang bereitet. Wo bist du? Zeig dich mir! Dies ist das Land des Turms. Die schwarze Hand ist auf der Suche nach dir. Doch ich werde dich mit Freuden höchst selbst. Ich bringe dich dem dunklen Herrscher unversehrt. Wir knien vor niemandem. Der dunkle Herrscher verzeiht dir, Celebrimbor. Kehre zurück und verlasse diesen Menschenkörper. Steh auf. Und kämpfe. Zu welchem Zweck, Waldläufer? Celebrimbor ist dein Fluch. Er hat dich erwähnt. Sei still! Und er kann dich jederzeit verlassen. Ist alles, was du bist, Waldläufer. Ein Wirt für den Ringmacher. Wie du wünschst. Das ist jetzt eine Schleichaufzehrung gegen den schwarzen Hauptmann. Solche Schwäche, Schmerz, okay. Einen so gebrochenen Verstand 8 Minuten, anzutreten. Nee, nur noch.
Komm her und stirb. Ja. Boah. Hä? Schande. RT und B. Ach so. War klasse. Und wo ist er? Wofür kämpfst du noch? Doch. Was aus dir wird? Dein Tod steht dir bevor. Ich will das nicht beschäftigen. Du hättest mich kämpfen. Ja. Also es geht nur, indem ich den anschleiche, mich gegen den anschleiche, okay. Das ist ja freundlichst. Du bist schon so oft dem Grab. Ja. Ich werde dich wieder und wieder tun lassen, bis du einsiehst, dass du unter der Erde bleiben und nie Jawoll. Und nur? Aha. Setze deinen Schleich auf Zerr und geh in den schwarzen Hauptmann ein. Du glaubst, du kannst das Große. Nicht einmal. Du los. Ja, ich verstehe das nicht so recht. Komm her und stirb. Du bist Vergeltung. Tja. Der Turm hat dich überwältigt. Lass dich nicht vom Turm erwischen. Was bedeutet das? Dein Körper ist starr. Wie willst du die Dunkelheit dieser Welt? Wenn du nicht ins Licht bist. Ich bin dein Henker. Der Turm. Ah, da rechts. Okay. Wahrscheinlich musste ich das so und so oft machen. Bis ich den Turm besiegt habe. Da müssen wir mal oben rechts auf den roten Balken achten. Falls ich das nochmal schaffen sollte. Wenn ich den aufzehre. Na los. Oh, mit dem Rücken zu uns. Sehr gut. Ah. Ich verstehe. Na, das kann sich ja nur noch um Stunden handeln. Na los, lauf weg. Nicht hierher kommen. Okay, da kommt genau hierher. Gib auf, Geliebter. Warum bist du nicht mit uns gestorben? Dann gehen wir hier mal rum. Da war doch gerade was. Aha. Sehr gut. Also noch zweimal. Er hat mich. Komm zu mir, Kadara. Er hat mich. Okay, noch zweimal.
sehen. Nur Narren glauben dem Feind. Wie schön gegen solche Schwäche. Vor dem noch und einen so gebrochenen Verstand anzutreten. Erstmal wieder finden. Ah, sehr gut. So. Und noch einmal. Gehe zu Lorette. Okay. Dann gehen wir mal zu Lorette. Wofür kämpfst du noch? Doch nur, was aus dir wird. Ihr sollt eure Familie nie wiedersehen. Ich bin deine Vergeltung. Ich werde es dich wieder und wieder. Du sagtest, wir wären verflucht. Du hast mich verraten. Das war Saurons Werk. Das war allein dein Werk! Ich hätte mit meiner Familie sterben sollen. Ich dachte, du wolltest Vergeltung. Ich verlasse dich gern. Doch es gibt nur einen Weg, den Kreis zu schließen. Was bleibt, ist die schwarze Hand. Nicht mehr lange. Schalte zuerst den Leibwächter eines Häuptlings aus, damit du ihn leichter bekämpfst. Ja, das machen wir. Also, den schwarzen Hauptmann haben wir jetzt ja schon mal erledigt. Mal sehen, was der dunkle Herrscher uns noch so entgegenwirft. Herrscher von Mordor. Auftrag abgeschlossen. Nurn steht in Flammen. Wir müssen zurück zu Königin Marwyn. Die schwarze Hand war dort. Ered Klamhot, die Berge der lärmenden Horde, ist ein Ort des Grauens, der selbst die bösartigsten Kreaturen Mordors abschreckt. Sowohl die Uruks als auch Kangras Brut meiden die verfluchten Pässe dieser Berge. Hier hat der Turm Saurons seine Festung errichtet, hier, wo das schreckliche Geschrei der Lebenden und der Toten von den Bergen widerhallt. Den haben wir besiegt. Sehr gut. Was haben wir hier? Haben wir noch jemanden? Ach, wir haben jeden mal andersrum. Ist ja Quatsch. Ach, hier. Die schwarzen Hauptmänner. Die Nazgul waren eins Saurons mächtigste Diener. Nach ihrer Niederlage gegen den Weißen Rat bei Dol Guldur traten die schwarzen Hauptmänner an, um die von ihnen hinterlassene Lücke zu füllen. Sie sind in schwarz gehüllte Männer von großer Boshaftigkeit, die zu ewiger Dienerschaft verdammt sind. Ihre Aufgabe ist es, Mordor zu unterwerfen. Saurons Macht ist geschwächt und er hat sich in die Ruinen Barad-dûrs zurückgezogen, um sich auf den kommenden Krieg vorzubereiten. Die ursprünglichen Namen der Hauptmänner sind längst vergessen. Nun wirkt jeder der drei als ein Aspekt der unermesslichen Bösartigkeit des dunklen Herrschers. Der Hammer ist die Verkörperung von Saurons Macht in der Schlacht.
Der Turm ist seine unsterbliche Niedertracht. Ihr Anführer, die schwarze Hand, ist der Meister der Lügen. Und der helle Herrscher. Von dem Augenblick seiner Erschaffung an erstrahlte der eine Ring in grenzenloser Macht. Kaum steckte der Ring auf Saurons Finger, wussten die Weisen, dass der dunkle Herrscher sie verraten hatte, und zogen aus, um ihn zu bekriegen. Saurons Heer überrannte Erechion und brachte Celimbor nach Mordor zurück. Der noble Elb war gezwungen, all seine Kunstfertigkeit, die er an der Seite des Nekromanten erlernt hatte, in den Dienst Saurons zu stellen und die Macht des einen Rings zu verschleiern. Seine Mitschuld an der Erschaffung eines solchen Bösen verdammte den Geist Celimbors dazu, in Mordor zu verweilen, bis dass er sich dem dunklen Herrscher gestellt und seine Schuld gesühnt habe. Ja. Ich kann es spüren. Lethariel. Da gucken wir hier mal. Aha, neu. Was haben wir denn hier? Die Machtprobe und die Jagd. Okay, wir gehen mal hier in die Mitte. Reisen da mal schnell und beschließen die aktuelle Runde. Und ich würde mal was sagen, wir versuchen nächste Runde noch hier die beiden Jagdherausforderungen, die uns noch zustehen, die wir noch machen können, zu schaffen. Die Ghoul-Matrone, und ich weiß, dass danach, glaube ich, noch der Krauk kommt. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst bei Mittelerde Mordors Schatten. Ciao. Was ist das für ein Ort? Bin ich tot? Vater! Sieh mich an! Ich bin hier, mein Sohn! Ich bin hier! Wie ist das möglich? Der Tod hat dich verstoßen. Violett! Violett! Wir werden zusammen sein, Geliebter! Bald! Für immer! Wir werden bald wieder zusammen sein. Was ist mit mir passiert? Ein Fluch verbindet uns. Und wie brechen wir ihn? Wir finden den, der uns verflucht hat. Ich hatte eine Familie, eine Frau und einen Sohn. Ich habe es übergraben, wie alle, die ich je kannte.